Ich will euch was über Leinwände erzählen, die dokumentieren. Was es damit auf sich hat, kommen wir gleich zu. Wenn ihr mich hier schon mal gehört habt, dann habt ihr mich schon mal darüber hören, reden, gehört. Dokumentation. Das liegt daran, dass ich aus irgendeinem Grund irgendwie ein Faible an Dokumentation gefressen habe. Wenn ich in fremde Projekte reinkomme oder auch, also Projekte reinkomme, dann ist das meistens, frage ich, hallo, wo ist die Dokumentation? Was ihr dann seht, ist ungefähr das hier, beziehungsweise meistens noch viel weniger als das hier, also nichts. Ich habe es inzwischen aufgegeben, zu versuchen, Leute davon zu überzeugen, dass Dokumentation wichtig ist und wir also große Dokumentationsprojekte zu starten. Stattdessen gehe ich, versuche ich inzwischen eher, wir fangen klein an, möglichst wenig. Und das, was möglichst wenig ist, ist aus meiner Sicht inzwischen halt etwas, was man ungefähr so aufbauen kann, wie das, was ihr dort jetzt seht. Das Ganze ist gedacht, dass es als eine DIN A3 Blatt irgendwo in einem Workshop erarbeitet wird und die wichtigsten Dinge beinhaltet, die man vielleicht mal hätte aufschreiben sollen zu einem Zeitpunkt, wo man noch wusste, dass es Teil des Projektes ist. Das hier ist im Spezifischen jetzt das Tech-Stack-Canvas. Ihr seht von InnoQ, aber das ist relativ egal. Die haben das frei verfügbar gemacht. Man kann da verschiedene Templates für haben. Das ist, okay, ich habe mehr Zeit. Sehr gut. Die Idee dahinter ist halt, dass man so farblich getrennt verschiedene Bereiche hat. Im orangen Bereich haben wir irgendwie Business Goals und Sizing Numbers, das heißt, und auch Quality Attributes. Es geht also so ein bisschen um das, was soll unser Projekt so außen Einwirkungen auf das Projekt. In dem hellgrauen Bereich geht es dann darum, okay, welche Technologien bearbeiten, haben wir tatsächlich drin, welche haben wir im Frontend, welche im Backend, was haben wir Data Storage und Management. Und was man da reinschreibt, im Wesentlichen, die wollen am Ende Listen haben. Also den Freund jedes faulen Dokumentierers, eine ungeordnete Liste, weil da muss man auch nicht wissen, ob das jetzt wichtiger ist als das andere, weil sie sind ungeordnet, das sagt der Name schon. Das heißt, man kann immer unten noch was ranschreiben und vielleicht auch noch dran denken, oben was rauszunehmen, wenn die Technologie nämlich nicht mehr mitspielt. Auch das ist wichtig. Im grauen Bereich kommen wir jetzt eher in so ein bisschen Metateil. Also mit welchen APIs arbeiten wir extern? Welche Integrationen haben wir dazu? Dann kommt noch so ein bisschen querschnittliche Konzepte, Security Compliance. Was müssen wir da bedenken? Müssen wir da was bedenken? Müssen wir da nichts bedenken? Typischerweise müssen wir da was bedenken. Hier ist der Ort, darüber nachzudenken. Mit Testing und QA, dann gibt es da irgendwas Besonderes, was wir tun. Und unten in dem dunkelgrauen Bereich kommen wir dann dahin, wo ich mich häufig aufhalte. Also hier so ein DevOps, so ein Betrieb des Ganzen. Was müssen wir da bedenken? Wem müssen wir da Bescheid sagen? Und so weiter und so fort. So. Ich habe von Leinwänden geredet. Ich habe von Leinwänden geredet, weil das der erste Canvas ist, den ich euch heute zeigen wollte. Das ist der technische Canvas. Wenn das jetzt klappt, sehen wir jetzt hier einen Canvas, der sich eher mit der Architektur der Software beschäftigt. Weil das ist, wenn wir ja schon aufgeschrieben haben, wie es technisch funktioniert, wollen wir vielleicht auch noch aufschreiben, was habe ich mir dabei gedacht, als ich die Software gebaut habe. Das hier ist jetzt tatsächlich die erste Variante des Architektur-Canvases, nämlich der Architecture Inception Canvas. Also bevor ich anfange, meine Software zu bauen, überlege ich mir mal, was möchte ich denn bedenken. Auch hier ist die Idee wieder, wir haben kleine Kästchen, damit wir da nicht allzu viel reinschreiben müssen, damit wir vielleicht jemanden davon überzeugen können, überhaupt was da reinzuschreiben, weil ihr wisst wieder, das Gegenteil davon ist gar nichts. Das heißt, auch hier kann das Ganze wieder als so eine Art von To-Do-Liste, Checkliste, haben wir an alle Aspekte gedacht. Ja, wir haben so Quality Goals, wir haben Business Context, wir haben Constraints, da unten haben wir eine Hypothese und dann irgendwelche Challenges, die wir sehen. Wie gesagt, das ist zu Beginn der Softwareentwicklung gedacht. Wenn ich das Ganze jetzt später, also ich habe ein System, haben wir einen Canvas, der jetzt der Architecture Communication Canvas, der also die Architektur kommunizieren möchte. Da ist einfach noch ein bisschen mehr drauf, weil ich ja jetzt schon Entscheidungen getroffen habe, weil ich weiß, welche Technologien ich habe. Hier ist jetzt die Überleitung zu dem Canvas davor. Hier weiß ich, welche Komponenten ich habe und hier unten und so weiter und so fort. Auch hier gilt wieder kleine Kästchen. Vielleicht schaffen wir es, Leute davon zu überzeugen, überall was reinzuschreiben. Und jetzt die Überleitung, warum ich darüber rede, nämlich zu ASCII-Doc. Ihr wisst, ich und ASCII-Doc sind große Freunde. Und jemand hat behauptet, das Ganze geht ja gar nicht mit ASCII-Doc. Und ich habe gesagt, halt, stopp. Ich habe da ein Template in ASCII-Doc geschrieben.
oder bin quasi dabei, ein Template in ASCII-Doc zu schreiben. Das da ist quasi wieder, wie ihr seht, der Tech-Stack-Canvas und basiert auf ASCII-Doc. Damit habe ich ASCII-Doc wieder in eine andere Sache reingeworfen.